But Sukadeva Goswami did not mentioning this thing. He never mentioned who is the catching lotus feet, who is the one person, who is the beka, Brukitimabadha, Prema Sambhritam, who is the sea, and who is the standing person. He did not mention anybody's name. But here Sri Sanatana Goswami, everything is mentioning. Why is the manjari? And she is the already present there, you know. Sanatana Goswami is already present there, you know. So he knows everything, who is the gopis. So Sanatana Goswami, everything he mentioned, you see, the only Radha Rani. In which book did he mention this? Huh? Where did he mention, in which book? This is the commentary, Sanatana Goswami, yeah. Commentary, Sanatana Goswami, commentary, he is mentioning. And so last, when everything mentioning, then see the asking, forgive to Srimati Radha Rani. Malo Radhe, Sukadeva Goswami, he never mentioning anything. But you are restless sakhi. He telling, I am restless, you are sakhi. Manjari, I am mentioning everybody's name. So you can forgive my offense, you know. Forgive my, Sanatana Goswami told. You forgive my offense, why I am mentioning everybody's name. So they are telling who is this gopi, and this is the Radha Rani, Siddha. When this Rasa Lila, when singing this Gopi Geet, then Krishna. Als die Gopis die Gopi Geet sang, dann zu dieser Zeit erschien Krishna wieder vor den Gopis. Als Krishna erschien, dann verschiedene Gopis haben sich auf verschiedene Art und Weise verhalten. Manche sind zu Krishna gekommen, haben seine Lotusfüße ergriffen. Manche haben Krishna einen Sitz bereitet mit ihren Chadas und ihren Oberkleid, Schleier. Und manche haben Krishna Tambul angeboten, manche seine Arme ergriffen oder Krishna hat die Hand auf ihre Schulter gelegt. Und manche Gopis, die standen etwas weiter weg. Vor allem eine Gopi, die stand ganz hinten und sie schoss aus ihren zornigen Augen die Pfeile ihrer Seitenblicke auf Krishna ab. Aber Krishna sah nie diese ganzen Gopis, die dort direkt bei ihm waren, sondern er schaute nur auf diese eine Gopi. Das war Srimati Radharani. Und Srimati Radharani, sie war sehr zornig. Sie dachte, du spielst deine Flöte und Vangshivat und du sprichst süße Worte zu mir. Du sagst, oh Radhe, dein Gesicht ist wie der Mond, Chandra, und ich bin wie der Chakora-Vogel, der die Schönheit deines Gesichtes trinkt. So sprichst du, aber jetzt sehe ich, wie du hier mit allen Gopis dich vergnügst. Und die Gopis, die auch in einiger Entfernung standen, Lalita und Vishaka, das waren Srimati Radharanis Gopis, sie schauten nur darauf, wo schaut Krishna hin. Ne? Das war wichtig für sie. So, Srila Sukadeva Goswami hat im Srimad Bhagavatam nirgendwo erklärt, er hat es beschrieben, diese Szenerie, aber er hat nicht beschrieben, welche Gopis nah bei Krishna sind, welche Gopis in der Entfernung stehen. So, das wissen wir, weil Srila Sanatana Goswami einen Kommentar dazu geschrieben hat, zu dem Gopi Gita. Und dort erklärt er, gibt er genau die Namen, welche Gopi wo stand, welche Gopi was gemacht hat. Sanatana Goswami als Lavanga Manjari ist er selbst mit dabei bei diesem Rasa Lila. Und am Ende von seinem Kommentar betet er um Entschuldigung zu Srimati Radharani, dass er ihren Namen offenbart hat und die ganzen Namen genannt hat. Hello, Sri Radha Rani ki. So when this is the Rasa Lila, you know, who is the past sloka, when this Sukadeva Goswami praying, he also offering obeisances to Srimati Radharani. This sloka is the Bhagavan Apita Ratri Sarad Utpurla Mallika Biksaran Tumanaschakri Jogamayang Mupasrita. This is the Rasa Lila, first sloka of Rasa Lila. First sloka, this is the. You know, they are telling one. Mana Jogamayang Mupasrita. So, first Sukadeva Goswami
putting obeisances to Srimati Radharani. But how? But this yoga mayang, you know, Krishna, he performing this rasalila. How he the performing this rasalila, telling the using yoga maya. He did not telling Radharani. But why? Radharani she gave order. My name you never mentioning anywhere. If mentioning my name, hidden way you can mention my name, you know. But why hidden way? But who is the receives, you know, who is the receives, meaning parokhya vada priya. That meaning is they are so much like to did not want mentioning direct. They're mentioning the hidden way, you know. They are so much like, you know, hidden way. So they are so much like. So hidden way he is the mentioning yoga mayang upasrita. Krishna, he take the shelter of this yoga maya. And who is the original yoga maya? Well, Srimati Radha Rani. She is the original yoga maya. So, in our Indian, there is some rasa party. When starting the rasa party, you know, then Radharani sit the one throne. Then Krishna, he go to there and asking, O Radhe, now rasa time is the going on, you know. So, hoi Raseswari. Oh, Raseswari, why Raseswari to Srimati Radharani? Without Radharani, impossible going to Ras. Well, oh, Radhe, kindly you can, you know, Padharo, meaning kindly you can came to this Rasalila now, Rasalila time, in, coming the Rasalila time. Without you, impossible this is Ras. So Krishna, he go and asked to Srimati Radharani. And then Radharani slowly, slowly came. Then this Ras is the starting this Ras. So telling without mercy of Srimati Radharani, Rasalila the impossible. So Sukhdev Goswami, first he takes shelter, Yoga Maya Mupasrita, meaning he takes the shelter of Srimati Radharani, lotus feet. Why is the Raseswari? You know, without Radharani, Ras is the impossible. So this Rasalila first slogan also mentioning name of Srimati Radharani. Maharaj erklärt, wir sind bei dem Thema, wo überall im Srimad Bhagavatam Radharanis Name auf versteckte Weise beschrieben wird. Ja, so Radharani hat Sukadev Goswami Anweisung gegeben, dass er ihren Namen nicht auf direkte Weise erwähnen soll, sondern höchstens indirekt. Und deshalb müssen wir verstehen, diese indirekte Sprache, diese findet man sehr oft in den Veden, und das ist die Sprache der Rishis und Munis, der großen Persönlichkeiten, sie drücken die Dinge nicht direkt aus, sondern auf eine indirekte Art und Weise. Das bedeutet, dass nur diejenigen, die tiefes Verständnis und die qualifiziert sind, dass nur die die wahre Bedeutung dieser Worte verstehen können. Aber gewöhnliche Leute, die nicht qualifiziert sind, eben nicht. Ja, so. Deswegen, Srila Sukadev Goswami hat an verschiedenen Stellen im Bhagavatam Srimati Radharanis Herrlichkeit indirekt beschrieben, so auch in dem ersten Vers vom Rasalila. In diesem Vers, ersten Vers vom Rasalila bringt er seine Ehrbietung Srimati Radharani dar. Und zwar sagt er dort Yoga Mayam Upashritta. So, hier nennt er Yoga Maya. So, Yoga Maya, die göttliche Energie, und das ist Srimati Radharani. Und warum wird sie hier so genannt? Weil sie ist diejenige, die praktisch die herrschende Gottheit des Rasatanzes ist. Sie ist diejenige, die den, wie so wie Yoga Maya arrangiert alle Spiele von Krishna, so Srimati Radharani, sie arrangiert diesen Rasalila, Krishnas Rasalila. Es gibt selbst heute noch in Indien, wenn es Rasa-Aufführungen gibt, dann wird immer Srimati Radharani auf einen Thron gesetzt und Krishna kommt hin zu dem Thron und bittet Srimati Radharani darum, den Rasa-Tanz starten zu können. Also Srimati Radharani, sie ist die Raseshwari, sie ist die Gebieterin über den Rasa-Tanz. Und Sukadev Goswami spricht hier über sie mit den Worten Yoga Mayam Upashritta. Yeah, Radha Rani ki. So this Rai Ramananda Sambad, you know, the Rai Ramananda Sambad, when Mahaprabhu asking question, kaha Rai Sadhar Nirna, you know, what is our goal?
then he first started with Dayavarnasram, then he the Karma Misra Bhakti, Jnana Misra Bhakti, then he the Dasya Bhakti, Sakya Bhakti, Vatsalya Bhakti. Then when Mahaprabhu telling, Eha Uttam Age Kaha Aar, he the Uttam Age, then he explained, this is the mood of this gopis. They're telling Sarva Sadhya Sar. Among the all sadhya, you know, he the sar meaning among the all emant object, this is the sar essence, you know. After this mood, gopis mood, no anything, you know. The sarva sadhya sar. Then he had quoted so many slok there, how Uddhav when came bridge, and when he saw, you know, Radharani, glory of Srimati Radharani, you know, Chitra Jalpa, Prajalpa, Abhijalpa, Bijalpa, you know, there are so many, there are ten Jalpa there. So there is, this is the Brahmar Gita. When saw the Radharani, this mood, you know, then he telling, oh, if this material world, somebody life became successful, whose life completely successful, but this Braj Gopis. Well, why? They are such a mood, even myself, Brahma, Shankar, Narad, you are also want like this mood, you know, like this mood. So he many ways they are doing so much glories, maybe five slokas he is doing glories, gopis, you know, glories, gopis, glories, gopis, the glories, gopis. So then he also explaining this the Rasa Lila, Bhuja Danda Grihita Kantha. When Rasa Lila is going, how Krishna gave this hand the gopi's neck and he begging the love affection to gopi's. Yeah, love affection to gopi's. And they are mentioning how gopi's love is the topmost. So many slokas he quoted here, so many quoted here. And everywhere Krishna is telling, Jijathamam prapadante tamastatheva bhajam. This is the Krishna's big bow. But when come Rasa Lila, telling Napare, Amanirabhadda, Sanjuna, O gopis, if take like this, Brahmas like this age, I cannot repeat your prem, you know. So here, when he's doing so much glory of this Braj gopis, then Mahaprabhu telling, oh, this is the not Harikatha, this is the, you know, your mouth coming, this is the, you know, like this Ganges is the flowing, you know, flowing the Ganges, I am taking shower, you know, I become very successful, you know, Mahaprabhu so much glory. Then Mahaprabhu asking, can you possible, telling some little bit more thing. And then Rai Ramananda tell this material world, you know, no person, any person, he can asking more than gopi's mood, you know. This material person, well, nobody. Why Mahaprabhu nothing? This material person is the Radha Krishna, you know. Then he doing, you know, then he is glorying to Srimati Radha Rani, you know, Jatha Radha Priyam Kundam Priyam Tatha, you know, this sloka. Jatha Radha Priyam Kundam Anaya Radhi Tanunam, then he gave quoted so many sloka here. Im Roy Ramananda Samvat bat Mahaprabhu Roy Ramananda über das höchste Ziel des Lebens zu sprechen und den Weg dahin. Dann begann Roy Ramananda zuerst Daivivanashram zu erklären, dann Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, dann Prema Bhakti, dann Dasya Prem, Sakya Prem, Vatsalya Prem und schließlich kam er zu der Liebe, der Prem der Gopis. Und als er darüber sprach, sagte er, das ist Sava Satya Sa. Das ist die höchste von allen Errungenschaften, diese Gopi-Prem, die Liebe der Gopis. Es gibt nichts, was darüber hinausgeht. Und er gab viele Belege dafür, nämlich das Uddhav zum Beispiel. Als er nach Vrindavan kam, dann traf er dort Srimati Radharani, die mit der Hummel sprach. Und Radharani in ihrer Ekstase offenbarte verschiedene Arten von Gemütsstimmung, Chitrajalpa, Abhijalpa, Vijalpa und so weiter. Und dann begann Uddhav, die Gopis zu verherrlichen. Er sagte, keiner kann sich mit dieser Liebe der Gopis von Braj zu vergleichen. Selbst Brahma, Shiva, Narada und sogar ich selber, wir ist für uns unerreichbar, diese Liebe der Gopis von Vrindavan.
Auch in der Beschreibung über dem Rasa-Lila wird beschrieben, wie selbst Krishna die Gopis verherrlicht, wie Krishna als er den Hals der Gopis umschlingt und sie um Entschuldigung bittet. Und Krishna sagt, Yeyatam mam papatyante tangstatai babadhamyaham. So wie sich jemand mir zuwendet, auf dieselbe Art und Weise werde ich es erwidern. Aber Krishna sagt, im Rasa-Lila kann er nicht so etwas sagen. Dann sagt er, meine liebe Gopis, das, was ihr für mich getan habt, das werde ich euch niemals erwidern können. Ich bin euch ewiglich verschuldet. Ja, sehr, so auch Krishna selbst verherrlicht diese Liebe der Gopis. So Chaitanya Mahaprabhu hörte von Roy Ramananda über diese Gopi-Bhav. Und dann sagte er, das ist Uttam, das ist das Beste und Höchste. Aber weißt du vielleicht noch ein bisschen mehr? Kannst du noch ein bisschen weitersprechen? Und dann sagte Roy Ramananda, ich habe noch niemanden in dieser Welt getroffen, der darüber hinaus Fragen stellen kann. Das heißt, in der ganzen materiellen Welt gibt es niemand, der mehr fragen kann als über diese Liebe der Gopis. Aber dann begann Roy Ramananda über die Herrlichkeit von Srimati Radharani zu sprechen. Und er zitierte viele Verse über die Besonderheit von Srimati Radharani, wie diesen Vers, den wir gestern gehört haben, wo Shukadev Goswami sagt, dass diese Gopi Krishna mehr verehrt hat als irgendjemand sonst halt über Srimati Radharani spricht. Oh, you're telling. So, they are quoted as Jatha Radha Priyam. Kundam Priyam Tatha Sarva Gopai Susabai Ka Vishnu Ratanta Vallava. How Krishna in so much like to Srimati Radharani, as like this Kunda, Radha Kunda is not different to Radharani. Radharani and Kunda is the same, you know. So Sarva Gopai Susabai Ka. So even Al Gopi, you know, Al Gopi, what they are doing. Sarva Gopai ko sev, even Al Gopi, you know, how this mood is the very high class, even they are also doing service to whom? Srimati Radharani, meaning Radharani love and is the topmost. Then he gave example Anayaradhita Dunam, this slok, you know, how this Sukhdeva Goswami told among the Al Gopi, this Gopi doing topmost service to Krishna. So he gave example. When gave the example, then Mahaprabhu became so happy, you know. So happy Mahaprabhu, telling, yes, you are gave quoted, you know, Anayaradhita Nunam and Jatha Radha Priyam. This is the glory of Radharani, but some less there, you know, some less. Well, why? Well, he gave example, yes, Krishna, you know, when gopis are searching which gopi he takes with him, but then they are telling, you know, who is the Chandravali's party, who is the Radharani's party, they understand. She is the Radharani. But who is the Chandravali's party, they did not understand, you know, which gopi he take with him. So Krishna, he gave so much love, affection to Radharani, but very hidden way, you know, gave to all love, affection. Yeah? Like this one class, if someone student, he got some gold medalist, you know, then what happening? Front of all student, they are allowed. You know, they declare, oh, this student is the among the all student. He bring this mark, is the top master mark. So you are gave the golden medalist this by. Why? Everybody understand among the all student, he is the top master. You know, like this. If you know Krishna front of all gopi, Krishna he gave respect to Srimati Radharani. Then you can understand among the all gopi Radharani love is the topmost. Have you any slok you have quoted? Then he is the Gita Govinda. You know, even all gopis they are, but Krishna front of all gopi, now Krishna is the weeping.
He left Rasalila and weeping, you know. And Krishna asking every Latapata, every, he's asking, where is my Radharani? Where is the Radharani? And Krishna, he sit down on Kunja. Now he's weeping, oh Radhe, where are you, oh Radhe, where are you? Now he's weeping. Yeah? So, when this gave this, you know, there, but before this Haridwaras, then what happened? Krishna, he got some hidden way. He changed this form. Now he became one a Syama Sakhi and telling, oh, you are make tutu and searching to Krishna. Then Krishna, you know, he casts Radharani's hand and takes some alone place. But hidden way take to Radharani, you know. No, every gopi don't, but here is the Radharani one left Rasalila. Now all gopis, they are now Krishna is weeping. All these gopis cannot to satisfy to Krishna. You know, how that meaning Radharani have a such prem, you know, with Krishna he completely satisfied to Krishna. Radharani is completely gave satisfied to Krishna only. So this Satakoti gopi, 7 billion gopi, they cannot satisfy to Krishna's senses. So he gave this sloka, then Mahaprabhu so happy. Well, yes. Yes, they are the established Radharani love is the tough most love. Roy Ramananda zitierte viele Verse über die besondere Stellung Srimati Radharanis. Er beschrieb diesen Vers, der beschreibt, dass Krishna, o Radharani, Krishna über alle Maßen lieb ist, sowie auch sogar ihr See, Radhakund, Krishna über alle Maßen lieb ist. Außerdem beschrieb er diesen anderen Vers, dass diese Gopi Krishna mehr verehrt hat als irgendjemand sonst, und noch andere Verse. Okay. Which shloka did he quote? Who? Roy Ramananda. Kansari Rabi Sansar Jataradha Priyam Kundam Priya. Jataradha Priyam Kundam Priyam Tathasar Bhagavapaisu Sai Bhaika Visunra Anayaradhita Nunam. And this shloka. Okay. So, dann sagte Chaitanya Mahaprabhu, das ist okay, aber ich habe hier einen gewissen Zweifel. Weil wir sehen, dass Srimati Krishna, dass er den Rasatanz heimlich verlassen hat, als Srimati Radharani fortgegangen ist. Er ist nicht öffentlich vor allen Gopis fortgegangen. Als die Gopis die Fußstapfen gesehen haben von Krishna und dieser anderen Gopi, dann haben sie nicht gewusst, wer das ist. Nur Radharanis eigene Gopis haben es gewusst, aber die anderen Gopis haben es nicht gewusst. So Mahaprabhu sagte, normalerweise, zum Beispiel bei Schülerwettkämpfen, der Schüler, der besser ist als alle anderen, der bekommt vor allen anderen die Goldmedaille. Und jeder sieht, er ist der Beste von uns allen. So, wenn Krishna das genauso vor allen Gopis erklären würde, sie, Srimati Radharani, ist mir die Liebste, dann könnte ich das akzeptieren. Aber so ist es nicht so sicher, ob sie wirklich seine liebste Gopi ist. Vielleicht hat er noch eine andere Gopi, die ihm die Liebste ist, und deswegen traut er sich nicht, öffentlich Srimati Radharani zu verherrlichen. Und dann hat Roy Ramananda Nachweise zitiert aus der Gita Govinda von Jayadev Goswami. Und dieser Gita Govinda Jayadev Goswami wird beschrieben, dass beim Rasatanz, dass Krishna direkt vor allen anderen Gopis, als Radharani fortgegangen ist, da hat er angefangen zu weinen und hat gerufen, Radhe, Radhe, und ist Srimati Radharani hinterhergelaufen, vor den Augen von allen anderen Gopis. Alle die anderen anwesenden Gopis konnten ihn nicht zufriedenstellen, sondern nur Srimati Radharani konnte ihn zufriedenstellen. Ja. Wir haben gehört, im Sharadiya Ras, im Herbst Rasa, als die Gopis dann Krishna gesucht haben, hat Krishna sich verkleidet als eine Shyamasakhi und hat gesagt, wir sollen immer in Zweiergruppen Krishna suchen. Und dann hat er Srimati Radharani heimlich fortgenommen,
um sich mit ihr an einem abgelegenen Ort, um sie zu schmücken. Aber in diesem Frühlingsrasa, an einem Rasa-Tanz, dort hat Krishna vor den Augen von allen anderen Gopis, ist er Srimati Radharani nachgelaufen. So, das ist der Beweis dafür, dass Srimati Radharani ihm lieber ist als irgendjemand sonst. Ja, you are giving, if you are like the student, if some got, so Bol Radha Rani ki jai. So here they are telling, you know, many many places in Braj Mandal, you know, there are so many places, the Lila place, where is the Radha Rani glorying, so much Radha Rani glory. Like this, there is the one is the Chhatraban, you know, you are going Parikrama, where is the Nartam Das Thakur Bhajan Kutir, you know, there is the Chhatraban. Why this forest name is the Chhatraban? Chhatra means the umbrella, you know. Ban meaning the forest, you know. This name is the umbrella forest. Well, why the umbrella forest? Under what happening when Krishna, when he carried this Giriraj Govardhan, now this Krishna's glories go everywhere, you know. Everywhere, even Indra came and take to shelter of Krishna's lotus feet. And 7 years Krishna, and 7 crores Giriraj, and 7 days, you know, Krishna carry well, who is hand well, left hand well, not left hand, on left finger, not left finger, our toe on the tongue, is that tongue? Tip of pinky. Yeah. Left pinky. Yes, he carry this Giriraj Govardhan, this nail of this, okay. Yeah. So now, you know, Krishna's glories go everywhere. Everywhere telling Krishna Kanhaiya Lal ki. So, you know, everybody kept glories to Krishna. And when Radharani heard this thing, then she went to Parnavasi. Well, Parnavasi, what are you listening? You know, everyone telling Krishna Kanhaiya Lal ki. Why? Yeah. Now everybody telling so much glories of Krishna. And Krishna carry this Giriraj Govardhan, and Indra, even Indra takes shelter, you know, to Krishna's lotus feet, he asks him, forgive me. How? Now everybody telling Krishna is now queen like this, you know, king like this. But everybody know, I am the Vrindavaneswari, you know. So everybody telling Radha Rani. Everybody not telling Krishna Raja, Krishna king. Nobody telling Krishna king. Everybody telling Radha Rani. Who is the Radha Rani? She is the queen, you know. Everybody knows I am Radha Rani. How possible Krishna? No, glory is going. Then Parnavasi telling, yeah, this is the truth. Yeah, you are Radha Rani. You are Vrindavaneswari. Then Radha Rani tell, today you are, you know, you are attacked want Krishna and make the bandi. What telling? You bind him. Bind to him, you know. Then Radharani went. There one place, this village name is the Umarao Gaon. You know, Umarao means very highest. This village name is the very highest. Who is the Umarao? Well, Srimati Radharani. Highest is the Srimati Radharani. So this village name is the name of Radharani. This village is Umarao, meaning very highest village. Where established Radharani is the topmost and highest. So Radharani go there and sit on one throne, nice golden throne. Yeah, and throne, and then Radharani, she gave order to Lalita, Visakha, Champaklata. Oh, now I am the Umara, I am the queen. Now you are go to and attack to Krishna and all this Sakha and to bind, you know, bind to them and bring to here. And then what happened? All Sakhis, you know, all Sakhis, they are somebody, make Lalita make a minister. You know, Visakha make like this prime, like this, you know, there is like make give one post now gave. Now then all Sakhi there go and attack to Krishna and this Sakha. And everybody bind, you know, everybody attack, bind to everybody by how flower, you know. That's possible bind to them. They love affection of flower, they are in garland, they are bind. And bind to also Krishna. Hands bind and bring to Radharani. And bring to Radharani, well, you can ask to Srimati, you know, you load down, bow down the Radharani lotus feet, and you can told, you are not king of this Vrindavan. Now Radharani is the king in this Vrindavan Dham. Yeah. Now, so this village name, what Chhatraban, meaning Krishna himself take this the umbrella and cast the head of Srimati Radharani.
catch the head of Radharani, and Krishna, this own hand, he doing abhishek, you know, he doing abhishek to Srimati Radharani, and Krishna is the spread, but he is the priest. Until today, now I am not king of this Vrindavan Dham. Now Radharani, she is the now king of Radharani, Vrindavan Dham. So everybody telling Radha Rani, Radharani, the queen of Vrindavan. So, auch in Vrindavan gibt es viele, viele Orte, an denen Srimati Radharanis Herrlichkeit verkündet wird. Und einer dieser Orte heißt Chhatravan. Chhatra heißt Schirm, Van heißt Wald, so der Schirmwald. An diesem Ort Chhatravan, der hat sich Folgendes zugetragen. Und zwar hatte Krishna den Govardhan-Hügel hochgehoben, ja, auf seine, mit seinem linken Arm, nicht mal mit seinem linken Arm, sondern nur mit dem kleinen Finger. Nicht mal nur mit dem kleinen Finger, sondern nur mit der Fingernagel von seinem linken Finger, kleinen Finger, hat er diesen Govardhan-Hügel hochgehoben. Ja, und Indra selbst ist gekommen, hat sich vor ihm verneigt und Gebete dargebracht. So, nachdem das passiert war, wurde Krishna sehr berühmt. Und alle haben angefangen, Krishna zu verherrlichen. Krishna Kanhaya Ki Jai. Und dann Srimati Radharani, dann hat sie ein bisschen aufgebracht und sie ist zur Purnamasi gegangen. Purnamasi ist jetzt Krishna wichtiger geworden als ich, weil schließlich bin ich Prajeshwari, ja? Vrindavaneshwari. Ich bin die Herrin über Vrindavan. Mein Name ist Radharani. Rani heißt Königin. Ich bin die Königin Radha. Und keiner sagt Krishna Raj. Krishna ist der König von Braj. Braj Raj Nanda Baba. Nicht Krishna. So. Dann Purnamasi hat gesagt, nein, nein, das stimmt. Du bist die Königin von Vrindavan, nicht Krishna. Okay. So, also bestätigt von Purnamasi, hat Radharani, ist sie nach Umra Gaon gegangen. Umra heißt der Höchste, Gaon heißt Ort, so ein Dorf, in Braj. Und dort hat sich Srimati Radharani, weil sie die Höchste ist, hat sie sich dort auf einen Thron gesetzt und hat all ihren Sakis gesagt, meine Sakis greift Krishna und seine Sakas an und nehmt sie, wie sagen, verhaftet sie alle und bringt sie zu mir. Dann sind alle Gopis los, Lalita und Vishaka. Lalita war der erste Minister, Vishaka der Oberbefehlshaber. Und dann haben sie alle Gopis, haben die Sakas angegriffen und festgebunden mit Blumengirlanden, weil in Braj ist alles, beruht alles auf reiner Liebe. Eigentlich haben sie sie durch ihre Liebe zu Krishna festgebunden in Form von Blumengirlanden und haben Krishna und alle Sakas zu Srimati Radharani gebracht. Und dann musste Krishna sich vor Radharanis Lotusfüßen verneigen und seinen Kopf auf ihre Füße legen. Und er musste zugeben und vor allem verkünden, dass Srimati Radharani die Königin von Braj ist. Und dann hat Krishna den Schirm gehalten, für den praktisch, und Schirm bedeutet ein, für einen König in der vedischen Kultur wird ein weißer Schirm gehalten. So, Krishna hat den Schirm für Srimati Radharani gehalten und deswegen ist dieser Gebiet dort bekannt geworden als Chhatravan, der Schirmwald. Yeah, this is the Chhatravan Ki Jai. And there Radharani have so many pastime of Srimati Radharani. You are know when this Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they are discussing Harikatha, how Rupa Goswami think, if you know, my elder brother came here, I want some pay to something him, but he so much like the sweet rice, you know. But their time complete forest everywhere. But then Radharani, she understand to mind of Rupa Goswami, then Radharani herself bring milk, rice, kaju, kismis, sugar, and his Radharani telling, you know, take the form of a small girl, telling, oh Baba, you can take and making sweet rice offered to Krishna.
but they are telling Krishna Katha, but not endless, you know, they are talking Radharani, Krishna Katha, not making finishing. Then Radharani again herself came, well, okay, you are discussing Krishna, Radha Katha, myself I can make. Then Radharani make own self the sweet rice, you know. Hello, Baba, I can keep this sweet rice. When you have time, about to Krishna, you can take prasad. And when, after some time, finish this Harikatha, Rupa Goswami, when offering sweet rice to Krishna, and when give Sanatana Goswami, you know, he eat before so many sweet rice, but never eating like this taste sweet rice. Why? Radharani herself is the Amritasta. Durvasa, he gave benediction to Srimad Radharani, who had to make everything with nectar, you know. So, and Radharani, you know, hand and make the sweet rice and offering to Krishna, you know, eat the Krishna, you know, how is the sweetness when Sanatana Goswami eat this sweet, you know, he became this by prem, he became overflowed by this prem, eyes coming tear, here become standing, you know. Hello, Roop, your mind thinking something? Well, yes, you are. After many days you came here, I want fed some sweet rice. Well, you know who is the understand your mind and bring this, make this sweet rice, this girl, not ordinary girl herself, Radharani, you know. She came, make her sweet rice. No, necessary, you are to serve to Radharani, but Radharani herself to serve to us, you know. This is not a good thing. Then they are asking forgive to Radharani or Radhe, you can forgive or open. So when somebody devotee desired happening, then Radharani herself also, you know, he fulfilled desired devotees. Einmal in Vrindavan, in Thiyakadamma, ist Rupa Goswami besucht worden von Sanatan Goswami. Und sie haben sich hingesetzt und über Radha und Krishna gesprochen. Und Srila Rupa Goswami, in seinem Geist hat er gedacht, oh, mein lieber Freund Sanatan Goswami kommt mich besuchen. Gerne würde ich ihm etwas anbieten. Aber er hatte nichts da und er konnte jetzt nichts kochen, weil er mit Sanatan Goswami Harikatha gesprochen hat. So Srimati Radharani, die seinen Wunsch im Herzen verstand, kam selbst dorthin und hat sein kleines junges Mädchen und hat Milch und Reis und Zucker und Zutaten gebracht. Und er hat gesagt, Baba, hier kannst du Sweet Rice kochen. Aber die beiden waren so vertieft in ihr Harikatha, dass er gar nicht dran zu denken war, dass Rupa Goswami Sweet Rice kochen konnte. Also ist Srimati Radharani wieder gekommen und hatte gesagt, okay, dann koche ich halt selber für euch. Und dann hat sie einfach nur durch ihren Blick ist das Feuer sich entzündet und sie hat in einem Augenblick hat sie ein Sweet Rice gekocht und hat gesagt, okay Baba, hier ist der Sweet Rice, bitte opfer den dann zu Krishna und ich komme dann später wieder und hole den Topf ab. So, die Rupa Goswami hat dann den Sweet Rice geopfert zu Krishna und Sanatan Goswami angeboten. Und als Sanatan Goswami diesen Sweet Rice gekostet hat, ist er völlig überwältigt worden von Prem und ekstatischen Symptomen. Weil das, was Srimati Radharani kocht, das ist wie der reinste Nektar. Srimati Radharani hat eine Segnung bekommen. Radharani hat die Segnung bekommen von Durvasa Rishi, dass alles, was sie kocht, wie köstlichster Nektar sein wird. So Sanatan Goswami hat das gegessen und völlig überwältigt. Aber dann hat er Rupa Goswami gefragt, Rupa, hast du dir irgendwas gewünscht in deinem Geist? Rupa, ja. Ich hatte den Wunsch, dich zu bewirten. Und dann Sanatan Goswami hatte geschimpft, hat gesagt, sowas sollen wir nicht tun. Jetzt hast du Radharani in unserem Dienst beschäftigt, obwohl wir eigentlich ihr dienen sollen. So, bitte, tu sowas nicht wieder. Und dann haben sie um Entschuldigung gebeten. Well, Radharani ki jai. So, you know, one new story, you know. Sometime before I heard this story, well, you know, one happening, this is Vrindavan. All who is the renounced and some sadhu there,
You know, they are never cooking this house. You know, they are go to some Brajavasi's house and begging some roti and some sabji, you know, dal's bhat, and they are eat and whole day they are doing bhajan. There are no why you are time doing besting. This human life is the very, very rare, rare life God gave. So you are don't besting our more time you try to bhajan, you know. So always they are Sankhya Purvaka Naam, Gan, they are singing something, offering over interest, 1,000 over interest, offering all Vaishnavas, Dham, take this name. So they are going to house begging prasad. So Madhuguri, you know. So what happening one day, what time when they are go to prasad, begging prasad, that time coming very heavy rain, very heavy storm and rain coming. And when rain coming, then they cannot go, you know, outside, you know. Heavy rain now, heavy rain, how going there, you know. They cannot go to outside for begging. Now they are hungry, you know, why they are not cooking this house. Now they are hungry. But now he chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Pula Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radha Rani ki. So now they are chanting now, you know, they are chanting, but Krishna, he take bow in Bhagavad Gita. Ananya sintayantamam jajanaha parijupasate tesang nityabhijuktanam yogakshayam vahamyaham. Krishna, he take this bow. If always somebody, you know, they are remembering to me, one painted, they are doing bhajan to me, for them I am doing two work. If this house nothing, I carry my head, you know, and gave to him. And if something this house, I am become one gatekeeper, you know, I am... But I am looking protective to this thing. Krishna, he took bow this thing. Now, this is the Krishna's bow, you know. Krishna's bow. So, Krishna also telling my, you know, this Vrindavan, nobody staying hungry, you know. Nobody staying hungry. So, now, Radharani now, so much think now. Why they are devotee of Radharani, you know. When go to Vrindavan, everywhere telling, Radha Radha Baba, you know. You go to any village, you know, they are small, by everybody telling, Radhe Radhe, you know, you are going to Brajamandapa Parikrama, you can saw, everybody telling Radhe Radhe, you know, when somebody go into house, nobody telling Krishna Krishna, everybody telling Radhe Radhe, you know, they are everybody telling name of Radharani, they are telling Radhe Radhe. Now Radharani is so much buried now, you know, their mind devotee, yeah, and one way Radharani the ma, you know, is the mother. He the mother. So mother is the, he did not pay to children, never mother eat, you know. Never eat mother first, he must children to pay. Then after mother she can take, without pay she cannot take. And mother's heart is so soft, you know, so soft. Now Radharani now so much very. Now their mind devotee now hungry now. But I am take bow this Bhagavad Gita, Krishna take bow this thing, you know. Then what happening? Then Radharani herself is the cook, rice, dal, sabji, and herself Radharani cook, and they go to door the sadhu, you know, and will Baba, oh today you did not went to Madhugari, now take this prasad. Radharani go to all sadhus, you know, all house, and gave to every dal, sabji, roti. Radharani she gave to everybody house, and gave to everybody house. Then what happening? Then Radharani, you know, sent message to Krishna, and Krishna message Radharani, where today you are meet. They are telling, oh, today you can meet that place. So Krishna fast came there. This own hand, Krishna make very nice kunja for Radharani, and a beautiful kunda, kunja, and all sakhis there, Lalita, Vishakha, they are all sakhis there now. But Radharani now not coming. You know, which time she gave, that time I come not coming. Then Krishna sometime go to inside, sit down, and sometime come to outside looking, why Radharani don't coming, what happening. Now see the so much very Krishna, you know. And when Radharani after sometime coming, then Krishna becomes sulky mood, you know. Krishna turned his face and sit like this, you know.
Then Radharani asks all Gopi, oh Gopi, what happened to this Mahapurusha, you know? Telling this Mahapurusha, what happened to this great personality, what happening? Why is he became man? Well, he is not doing man. What do you tell? That time you coming, why do late? Then Radharani tell everything, you know, telling, oh Krishna, today what happening? Everybody, you know, they are Jadana Charita Lila Karna Piyusa Bibrut Sakri Dadana Bibhuta Dvanda Dharma Vinashta. You know, this is the Brahma Gita, they are telling Radharani, you know, you are never listening to this Krishna Gatha. You don't listen to Krishna Gatha. If you listen to this Krishna Gatha, you are become mad, you know. You know, there is Sakri Bibhuta, then your this material desire make finishing. Bihanga eva charanti, how, you know, like this, you know, the Bihanga means like this, but this tree, this tree, this tree, this tree, like this. If somebody listening this katha, see, this katha become everybody pagal, you know, make mad, you know. So, when listening somebody katha of Krishna, they become mad, you know. That make the madness and they are left, house, everything left, and they are came to Vrindavan, they are came, you know. Why they are coming like this, listen to Krishna Katha. Only this Krishna Katha make everybody pagal, you know, mad. So left everything, they are came Vrindavan. So when you come Vrindavan, his name, when listening, there everybody left, and house came Vrindavan. And they are completely faith to Krishna, you know. Krishna, you then Radharani tell, you take this bhav, Bhagavad Gita, Ananna Chinta Hindamam, you take this bhav. But today what happening when coming this Madhukri time, coming very heavy rain coming, then this sadhu cannot go in outside for, this is the Madhukri, you know. Now they are hungry now. So who is the faith to them? So myself make this rice, roti, sabji, dal, I make, and go to into door to door and pay to all sadhu nakema. I am here. And Krishna, when he listening this thing, Krishna now weeping, and Krishna fall down the Radharani lotus feet, you know. Well, oh, you are Ma, you know, see the Ma, original Ma is the Srimati Radharani, you are Ma. Ma always pay to children, then see the eat. Oh, they are listening my katha left everything, but you are Ma. So Ma duty, what is the what? Ma what doing? He look the children life. So you are Ma. Then Krishna is weeping and asking, forgive me. So Radharani, so merciful is the Radharani. So eine neue Geschichte, die wir noch nicht gehört haben. Also, loudly. Jetzt haben wir sie einmal gehört. Einmal gab es ein paar Sadhus in Braj. Und diese Sadhus, die hatten die Angewohnheit, dass sie niemals selbst gekocht haben, sondern immer nur zu den Häusern von den Bratabasis gegangen sind und etwas Reis und Sabji erbettelt haben oder Roti, Chapati. Und diese Sadhus, die dachten sich, unser menschliches Leben ist so kurz und kostbar, warum noch Zeit verschwenden mit Kochen? Wir wollen so viel wie möglich die heiligen Namen zünden. So, deswegen, eines Tages konnten sie aber nicht auf Madhuka gehen, weil es sehr viel geregnet hat, sehr heftig geregnet, und sie konnten nicht aus dem Haus. Deswegen waren sie hungrig, aber sie haben einfach da gesessen und den heiligen Namen gechantet. Und Krishna hat in der Bhagavad Gita versprochen, Ananya Chintaman Chintayantumam Dejana Parijupasate Jemand, der mir vollkommen hingegeben ist und mir mit Liebe dient, dem gebe ich, was er braucht, und ich erhalte alles, was er hat. Ja. So, wenn jemand meinem Geweihten etwas fehlt, dann komme ich persönlich und bringe ihm das hin. Und wenn er etwas hat, dann werde ich selbst sein Wächter und beschütze sein Haus. Ja. So, Srimati Radharani, die dachte sich, oh, hier sind diese Sadhus. Und Krishna hat dieses Versprechen abgelegt. Aber in Vrindavan, Krishna hat auch gesagt, in meinem Vrindavan bleibt niemand hungrig. Niemand muss hungern in meinem Vrindavan. Deswegen hat Srimati Radharani gedacht, oh, ich muss Krishnas Versprechen erfüllen. Srimati Maharaj sagt, Srimati Radharani, die Sadhakas in dieser Welt, sie sind wie Srimati Radharanis Kinder. Srimati Radharani ist nicht verheiratet, aber für die Sadhakas in dieser Welt hat sie diese mütterliche
Zuneigung. Ja, so Srimati Radharani selbst hat dann Rotis, Reis, Dal, Sabji gekocht, hat alles in einen Korb genommen und ist zu diesen Hütten von den Sadhus und hat gerufen, hey Sadhu Baba, du warst nicht auf Madhukari heute, komm und nimm Prasadam. Und hat sie selbst jedem von den Sadhus Prasadam ausgeteilt. So, das hatte eine Weile gedauert und Krishna hatte sich mit Radharani verabredet. Und er war als erster da, Krishna, und hat sehr schön mit seinen eigenen Händen den Kunja geschmückt und alles vorbereitet. Dann kamen Srimati Radharani Sakis, Lalita, Vishaka und die anderen Sakis, aber Radharani kam nicht. Oh, und dann Krishna war ganz nervös. Manchmal hat er drinnen gesessen, dann ist er raus vor den Kunja und hat geschaut, wann Srimati Radharani kommt und hat sich große Sorgen gemacht. So schließlich kam Radharani und es war schon spät. Und dann Krishna hatte sich hingesetzt und hat so getan, als ob er böse ist. In Mahn. Krishna war in Mahn. Ja. Und dann Srimati Radharani ist gekommen und hat geguckt, oh, was hat denn dieser Mahapurush, was hat denn dieser hohe Herr für ein Problem? Dann haben die Gopis gesagt, oh, der ist böse auf dich, weil du zu spät bist. Und dann hat Srimati Radharani zu Krishna gesagt, oh, hat sie ihm alles erzählt und gesagt, guck, du selber hast diese Sadhus, die haben alles aufgegeben. Vers in den Schriften, da wird beschrieben, jemand, der Harikatha kommt, hört, hat diese Person, wird wie verrückt, vergisst sein gesamtes materielles Leben und er wird wie ein Vogel, der von Baum zu Baum fliegt und kein Zuhause mehr hat. Also genauso diese Sadhus, die hören dein Krishna-Katha, die sind nach Vrindavan gekommen, um Harikatha zu hören. Und sie wären wie Vögel, die kein Zuhause mehr haben und sind abhängig von der Madhukari, von den Brajabasis. So, diese Sadhus, die haben deine Harikatha gehört. Und du hast versprochen, dass du dich um deine Devotis kümmern wirst. Deswegen habe ich für diese Sadhus gekocht und habe ihnen das Prasadam gebracht. Ja. Und als Krishna das gehört hat, dann hat er angefangen zu weinen und hat sich bei Srimati Radharani entschuldigt und hat zu ihr gesagt, du bist wie eine gütige Mutter. Eine gütige Mutter, die kann niemals vor ihren Kindern essen. Also jede Mutter eigentlich. Die wird zuerst schauen, dass ihre Kinder alle versorgt sind und erst dann wird sie etwas essen. Also du, auf gleiche Weise hast du so viel Zuneigung zu meinen Geweihten. So, Srimati Radharani ki jai. Srimati Radharani ki jai. So, now Radharani, now the finishing, yeah? Now 15. Huh? You have to take prasad. Okay. You have to go. Okay. Nitai Gaur Brahmanande Hari Hari Ho. 5 minutes listening, okay, 5 minutes. Oh, now you are drinking. When come next time, I have so many past time. Mm. Next time I am telling. Yeah, so you are drinking so much nectar. But this Rupa Goswami is telling, you know, this is the Upadesamritam, you know. Oh, 1 second. If you want the spiritual life, you have necessary 6 qualification, you know. Utsahat, Nishchayat, Dharjyat, Tat Tat Karma Pravartanat, Sangatyagat, Satvabhriti, Sarvabhir Bhakti, Prasiddhati. The 6 thing is the which always encourage your spiritual life, yeah. So they are given one example, you know, one Savari, you know Savari, this Ram pastime, this aboriginal lady, you know. Know how when see the young age and when this marriage ceremony going now, it's new marriage, our India, you know, there will be a big party. Then she saw, you know, some goats their house. Then she asking this father, why so many goats you buy? Believe your sadhi, your marriage ceremony is the coming, you are gave this party and gave the offering this, you know, who is the coming this party, you know, offering to them. Then she becomes so unhappy. Well, what? This is our India telling Subha Vivaha. Subha meaning the auspicious marriage. But this is the auspicious. You know, you are killed so many goats, you know.
This is the inauspicious. I do marriage. For me, you are killed so many animals. Then what happening? Then very, you know, when the midnight, then he left this house. And left this house, went to forest. Well, no, I don't want marriage. I want follow the spiritual life. Now when he got there, then he saw one very nice ashram. This is the Mahatanga Rishi ashram is there. You know, Mataringi ashram, and there are some sadhus, there are Brahman there, and now she is the thinking, oh, this Rishi is the my Gurudev. Yeah, she is Gurudev, but she is the aboriginal lady, and she is the lady, their ashram only stay there on the Brahman, some sadhus stay there. Now, you know, they are so strict, any aboriginal person cannot enter this house, this ashram. Now she think, oh, I think this is my Gurudev, so necessary I have some seva, you know. Without seva, never make any meva, you know, necessary some service mode. Well, how can to serve to my Gurudev? Then when everybody night time sleep, take this is the broom, the out of this ashram, he the brooming very nicely. And there every day there, everybody go to, there one pampa sarovar. Every day there you go to shower. And what doing, see, night time he cleaning this way, you know. Way, if some throne, you know, not for other, so cleaning this way, and a whole day she go to forest and collected some dry wood, and when night time they are asleep, and the front of this ashram he kept this dry, you know, wood, and they can use, you know, for cooking for use. Now she doing the service, but Mahatanga Rishi one day he is very surprised. Only when I wake up many time, then I saw complete cleaning everywhere. You know, when you go away, this way also clean, and somebody every day, you know, the dry wood, and they keep this front of this ashram. Who is doing this thing? One day he, you know, one day he saw, oh, this lady is telling do this thing. Then Mahatanga Rishi asking, why you are do this thing? Well, oh, Rishi, Gurudev, I am thinking you are my Gurudev, you know. Without service, you know, anybody cannot attend this bhakti. Without service, only this service mood, and only somebody attend this spiritual, you know, knowledge. So I think I am the lady, aboriginal, how can do service? So I am do this service. Then he becomes so happy. He sees the proper person, you know, the spiritual life. Why? The spiritual life, first thing is the humbleness. Second thing is the service mode, you know. So telling Ataha Sikrishna Namadi Na Bhaved Grajya Indrai. Your material tongue, you cannot chanting the spiritual name. Only seven mukhai jivado. When you have some service mood, then you can chant this holy name. Without service mood, never can take chanting this holy name. Then he saw this all spiritual quality with her. Then you can tell, then I can. Why you were speaking Bacha Vegunam? Utsahat Nishyat. So I can give example. This life is the, you know, they are matched this life, this pastime. So in Upati Samhita hören wir Utsah Nishyat Dhyat Tatat Kama Pravatanat. Und das, um im spirituellen Leben Fortschritt zu machen, ist Enthusiasmus sehr, sehr wichtig und notwendig. Und ein Beispiel dafür wird gegeben, die Sabari. Sie war eine Kastenlose, sie war ein eingeborenes Mädchen, nicht im Vanashram. Und als sie verheiratet werden sollte, dann haben ihre Eltern viele Ziegen gekauft. Und dann hat sie die Eltern gefragt, wofür haben wir jetzt die ganzen Ziegen hier? Dann haben sie gesagt, na, morgen heiratest du. Und da kommen viele Gäste, eine große Anzahl von Besuchern, und wir, um die alle zu bewirten, haben wir diese Ziegen gekauft. Und diese Sabari, die hat gesagt, was? Das soll glückverheißend sein? Geheiratet ist doch was Glückverheißendes, aber ihr wollt alle diese Tiere töten anlässlich meiner Hochzeit? Das ist sehr unglückverheißend. Also hat sie nicht gewartet, bis sie am nächsten Tag verheiratet wird, sondern sie ist in der Nacht weggelaufen in den Wald und ist zum Ashram von Mahatanga Rishi gekommen. Dieser Mahatanga Rishi lebte mit vielen Brahmanas, seinen Schülern, zusammen im Wald in einem Ashram. Und die Sabari, sie ging nicht in den Ashram, denn die waren sehr strikt zu der Zeit. Das durfte jemand, der nicht außerhalb
der Kasten war, der durfte den Ashram nicht betreten. So, sie wohnte außerhalb, aber sie dachte sich, ich möchte, dieser Matanga Rishi ist wie mein Gurudev, ich möchte ihm dienen. Und dann hat sie angefangen, in der Nacht, wenn alle geschlafen haben, den Weg vor dem Ashram zu reinigen und zu kehren und den Weg zu dem See, wo sie jeden Tag gebadet haben, zu fegen, dass da keine Dornen liegen. Und sie hat Feuerholz gesammelt und das dort vor dem Ashram aufgestapelt, damit die Rishis Feuer machen können. Und dann kam Matanga Rishi, nach einiger Zeit wunderte er sich, wer das macht. Und dann hat er herausgefunden, dass die Shabari, die diese Dinge tut. Und dann hat er sie gefragt, wieso machst du das? Und er hat gesagt, oh, du bist wie mein Gurudev. Aber ich habe verstanden, ich kann nur Fortschritt machen im spirituellen Leben, wenn ich dir diene, wenn ich dir Dienst darbringe. So, deswegen, bitte akzeptiere diesen Seva. Und Matanga Rishi, der war sehr, sehr zufrieden. In seinem Herzen hat er gesagt, das ist ein wirklicher Schüler. Ein wirklicher Schüler versteht, ein wirklicher Schüler bedeutet zwei Sachen. Nämlich zum einen, dass er Demut besitzt, und zum anderen, dass er diese Diensthaltung besitzt gegenüber Guru und den Vaishnavas. Deswegen war Matanga Rishi mit ihr sehr, sehr zufrieden. Yes, so now Matanga Rishi is telling, oh, when he saw this her service mode, well, okay, he can enter the ashram and sit the behind of everybody. You can listen to Harikatha. Well, I am an aboriginal person, but you don't worry, you know. But when she try entry, then all Brahman they are, Brahmanis they are shouted, nonsense, idiot, you are entry our ashram complete, impure, who is the gave you order entry this ashram, you know, they are shouted. But Matanga Rishi telling, I am gave to order her. Well, you, I think your mind may be some disturb your mind, you know. So you are gave order, you know, he is the aboriginal person. If she came ashram, then you are all Brahman person, you are left this ashram, you can go to outside. Then Matanga Rishi told, if you everybody go outside of ashram, you can go, no problem. But only I am telling Harikatha to her, you know. Only Harikatha to her, then everybody left ashram. And this is Matanga Rishi only tell Harikatha to her. And telling, and last time when Gurudev left this place, telling, oh, my daughter, you don't worry. One day, Supreme Personality Godhead himself, not any alone with his brother, he came to this forest. And when forest, he came to your ashram. Then he go to somewhere. Then Gurudev left body. But Gurudev, he told this thing, one day the Supreme Personality Godhead come, that time he is completely young. Young. But Gurudev, you know, Guru Mukha Padma Bhakya Chitete Kariyayika. Gurudev, what he told, you know, always follow to Gurudev order. He had all order. So now every day, you know, she collected flower and cleaning this road and spread this flower. Every day bring nice fruit and eat with the sweet fruit. She keep this basket, you know. When this completely young, that time too, when came Ram, that time he completely old. Now when Ramchandra came in this, then, you know, she became so happy. And first he eat, then he gave to, this fruit to Ram. But Ramchandra eating very nicely, well, oh, so tasty your fruit, you know. So tasty. Then Ramchandra asked her, what do you want? She telling, I only want this Prem Bhakti. Then Ramchandra, he stressed to her the Navavidya Bhakti, you know. Navavidya Bhakti and mercy of this Gurudev and Ram, he attended this Krishna Bhakti and went to this, you know, Sankirtan Dham. See. But after there's so many passionate things there. Now here gave Utsahat, you know. So this spiritual life, first quality is the utsahat, enthusiasm. In Asa, sees the, you know, Gurudev told one day Supreme Personal Godhead came. Now this sees the maybe how many thousand year, you know, see the weight. Gurudev, when he told, Master Ram is the came, I'm every day continuously doing sadhana,
every day to give sadhana. So necessary you have enthusiasm like this, you know, enthusiasm. Utsat nisyat, nisyat means sure. You know, Gurudev told, sure one is Lord, he gave to Darsanavi. And utsat ni dharjat, you know, dharjat means what in English? Patience. Patience, necessary patience. Dharjat, you have so much dharjat, you know. So tat tat karma pravartanat, necessary you can follow all limbs of the bhakti and also left this association, bad association, and follow do this is our Guru Varga. Telling this is the six qualities that always help your spiritual life. That meaning you are necessary every day follow the all limbs of bhakti, you know. Chanting, remembering, arati, tulasi parikrama, every day study some bhagavat, some sastra, every day coming temple necessary, you can follow, continue all these limbs of bhakti. So Matanga Rishi war sehr zufrieden mit ihr und er sagte ihm, okay, ich möchte, dass du jeden Tag kommst in den Ashram und du kannst dich hinten hinsetzen, hinter alle anderen, und dass du mit Harikatha hörst. So sie sagte, aber ich bin eine Kastenlose. Sie sagte, kein Problem. Ich erlaube, dass du da hineinkommst, den Ashram. Aber als sie den Ashram betreten wollte, alle die Brahmanas, die dort lebten, die fingen alle an zu schreien und Zeta und Modio und wie kannst du es wagen und schmeißt sie raus und wer hat ihr überhaupt erlaubt, hier reinzukommen? Dann Namatanga Rishi hat gesagt, ich habe ihr erlaubt, ich habe gesagt, sie soll hineinkommen. Dann sagten sie, was? Du hast das erlaubt? Vielleicht funktioniert deine Intelligenz nicht mehr richtig jetzt in deinem hohen Alter. Und dann, wenn du willst, dass sie hier ist, dann werden wir aber alle gehen. Dann sagte Matanga Rishi, ja, ihr könnt alle gehen, aber sie wird hier Harikatha hören. Und dann haben sie es tatsächlich gemacht und sind woanders an einen anderen Ort alle gegangen, die Brahmanas, und Matanga Rishi hat alleine dort gelebt, nur mit der Shabari, und hat jeden Tag Harikatha nur zu ihr gesprochen. Und als er dann, Matanga Rishi, einige Zeit später diese Welt verlassen hat, dann hat er zu ihr gesagt, meine Tochter, mach dir keine Sorgen, eines Tages wird der höchste Herr, Sri Ramachandra selbst mit Sri Lakshman, wird hierher kommen und wird dich segnen. So, bleibe hier und führe deinen Bhajan aus und warte auf die Zeit, wo Sri Ramachandra kommt. Dann die Shabari, als sie zu Matanga Rishi gekommen ist, war sie jung, ein junges Mädchen. Und als Ramachandra schließlich dorthin kam in den Wald, war sie eine alte Frau. Das war im Treta Yuga. Zu der Zeit haben die Leute 10.000 Jahre gelebt. So. Das heißt, tausende von Jahren hat sie dort gelebt in den Ashram. Und jeden einzelnen Tag hat sie den Weg, wo Ramachandra kommen sollte, hat sie sauber gehalten, gekehrt, hat mit Blumen ausgelegt und hat Früchte gesammelt. Jeden Tag hat sie gedacht, vielleicht kommt heute der höchste Herr hierher. Und die Früchte, die sie genommen hat, hat sie probiert, ist, ob sie auch wirklich süß sind, dass Ramachandra keine sauren Früchte essen muss. Und dann schließlich eines Tages kam Sri Ramachandra zusammen mit Sita Devi und Lakshman zu diesem Ashram im Wald. Und zu der Zeit, die Shabari war völlig überwältigt von Glückseligkeit und Freude. Und sie hatte eine Frucht genommen, hat abgebissen, ob sie süß ist, und dann hat sie diese Frucht Ramachandra gegeben. So. Und Ramachandra mit großer Freude hat die Frucht genommen und hat sie gegessen. Und hat sie hat gefragt, was möchtest du, was kann ich, wie kann ich dich segnen? Und er sagte, ich möchte nur eine Sache, ich möchte Prema Bhakti, reine Liebe für dich. Und dann hat ihr Sri Ramachandra sie mit dieser reinen Navavida Bhakti gesegnet. So, die Moral von dieser Geschichte ist diese Utsaha, Enthusiasmus. Dieser Enthusiasmus im spirituellen Leben, Enthusiasmus, Nishchaya heißt Überzeugung und Entschlossenheit, und Dhairyat heißt Geduld. Diese Eigenschaften da sind, und dann werden wir Erfolg, irgendwann Erfolg haben im spirituellen Leben, so wie die Shabari.
Und Tatat Kama Pravartanat, dass wir nicht aufhören, jeden Tag unseren Sadhan und Bhajan auszuführen, unsere Mantras, unseren heiligen Namen zu chanten, Deities zu verehren, den Tempel zu besuchen. Asanga Tyaga, alle schlechte Gemeinschaft aufgeben und Satur Prithe, den unseren Acharyas nachfolgen. Aber wenn wir diese Dinge tun, ist es sicher, dass wir irgendwann erfolgreich werden, spirituell im Leben. Yeah. बोलो हरि नाम संकीर्तन की सचिन नंदन गौर हरि की श्रीमती राधा रानी की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे बोलो भक्ति प्रज्ञा स्वामी महाराज।